So, guten Tag, Leute. Mein zweites Video heute. Und ich hoffe, die GoPro bzw. die Speicherkarte, die macht, was sie soll. Ich mach's doch. Sonst ist jetzt auch wieder alles hinfällig. Ja, ich bin jetzt die Strecke abgefahren, die wir zusammen beim Ride-Out fahren, beziehungsweise, wenn ihr seht, wahrscheinlich schon gefahren sind. Ich werde eine kleine Änderung vornehmen, weil wir da, und ich habe gerade gesehen, dass wir durch eine Wohnsiedlung gefahren wären, und das will ich natürlich rauslöschen. Aber ansonsten bin ich soweit zufrieden mit der Strecke. Ich glaube, ich bin jetzt gleich da, an Grafenmühle. Ich bin jetzt gerade hier, glaube ich, Richtung Kirchhellen unterwegs. Also kommt jetzt von einer anderen Richtung sozusagen. Jo, ich treffe mich jetzt noch mit dem André, heißt er. Ja, der ist ein Abonnent von mir und macht demnächst in Zukunft wahrscheinlich auch YouTube-Videos. Der hat da eine 125er aufgebaut zu einem Bobber. Ich weiß jetzt nicht mal auswendig, wie der seinen Kanal jetzt umbenannt hat. Hat schon alles so ausgerichtet auf seinen Kanal sozusagen, also auf das, was er in Zukunft machen möchte. Vorher hieß er nämlich André, also der Kanal hieß auch vorher André, da hat er das geändert. Müsste ich jetzt nachschauen, blende ich dann mal hier ein, und sobald der ein Video dann mal hochgeladen hat, dann werdet ihr das von mir ganz sicher erfahren. Ja, ich schaue mir gleich seine schöne 125er an, die er auch, glaube ich, selber so umgebaut hat. Und ja, dann so, wenn ich gleich Grafenmühle eintreffe, dann sehen wir uns wieder. So, ich bin jetzt sofort da. Meine ich zumindest. Ich glaube aber schon, dass das so hier war. Ja, vor 2 Tagen jetzt hier, aber irgendwie völlig verrafft, wie das aussieht. Müsste aber jetzt die Ampel kommen und dann müssten wir links quasi schon fast einbiegen. Einmal links und dann direkt rechts, dann sind wir schon da. Und letztes Mal bin ich von der Seite gekommen. Da kam ich von der Autobahn, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Aber spielt da keine Rolle. Bestimmt auch wieder voll. Am Dienstag war es nämlich auch relativ... War gut Besuch da. Bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht. Akku haben wir noch ein bisschen. Da ist der André mit seiner kleinen Rebell 125er. Das ist auch übrigens noch ein Kollege vom André. Hat er alles selber umgebaut. Da ist eine kleine Bobber. Das sieht richtig geil aus. Sein Kollege hat so eine 125er Dalem. So eine Classic Shopper halt. Auch richtig cool.
Da werde ich demnächst, wenn wir uns mal wieder treffen, ich glaube, werde ich seine kleine Bobber mal fahren. Ich bin ja noch nie 125er gefahren. Und gerade noch zusammen Cola getrunken, ein bisschen gequatscht. Auf jeden Fall sehr netter Kerl und sein Kumpel auf jeden Fall auch. Ich weiß, dass er beim Ride-Out nicht mitfahren kann, weil er im Urlaub ist. Muss jetzt gleich noch Koffer packen und dann ist er weg. Ja, ich muss raus. Also jetzt so von hinten, das Ding hört sich an wie so eine Mofa, so ein Mokik, so von Werner. Irgendwie hat das sowas, ne? Ich glaube, das könnt ihr nicht hören, aber vielleicht hört er das ja doch. Das macht halt immer so. Aber steckt richtig viel Arbeit drin, ne? Alles Eigenarbeit. Und ich mag das, wenn man das selber machen kann. Oder sich einfach rantraut und macht. Okay, habe ich mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Dick! Oh, das ist aber auch so eine Hitlerstrecke hier wieder, ey. Was hast du gesagt gerade? Alter! Geiles Teil, echt geiles Teil. Für eine 125er, geiles Teil. Sieht richtig schön aus. So was könnte ich mir für meine Frau auch vorstellen. Wenn ich das auch schon wieder so sehe, wie man da drauf sitzt, auf so eine Bobber und das alles. Ich wollte die ja auch mal zum Bobber umbauen, ihr wisst es. Aber den Kampf gegen meine Frau habe ich verloren. Ja, egal. Vielleicht irgendwann gibt es noch eine Bobber dabei. Aber sieht geil aus. Ja, echt. Der Nachteil ist natürlich, bist du noch 125er, du kommst halt nicht richtig mit, ne, wenn du dann ein größeres Moped hast, wie ich jetzt, sag ich mal. Aber ich sag mal so, unter Shoppern und Cruiserfahrern ist man eh eigentlich ein bisschen gemütlicher unterwegs. Dann passt das eigentlich auch. Also ich hätte mich gefreut, wenn er beim Ride-Out jetzt beim ersten auf jeden Fall dabei wäre. Seine Worte waren auch richtig, richtig nette, also freut mich echt, dass der so meinen Kanal bzw. meine Videos so feiert. Auch so, anscheinend gefällt ihm einfach die Art, wie ich denke und wie ich rede. Und das finde ich schon geil. Sowas kenne ich eigentlich nur, wenn man Onkels hört und sich damit so verbindet. So, der Vergleich kam dann auch von mir. Also finde ich auf jeden Fall geil von ihm. Aber die Idee, den finde ich auch geil. So, das ist so, was ich habe, nur eine Nummer kleiner sozusagen, ne? Aber so. Gut, bis auf das Nummernschild jetzt, das ist ja so die alte 125er Größe. Wenn der jetzt das gleiche drauf hat wie der andere auf seine Bobber, so, dann hast du ja das gleiche, die gleiche Pappe wie ich, die zum, wie jedes andere Motorrad, die auch hat. Dann würdest du jetzt eigentlich nicht erkennen vom Weiteren, oder wenn man jetzt nicht genau hinguckt, dass es eine 125er ist. Und das finde ich eigentlich geil. Ja, man hört es, okay, aber ansonsten finde ich es eigentlich richtig geil, dass man das den Dingern heutzutage nicht mehr ansieht. Aber seine höre ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Die vom André, die höre ich auch selbst hier vorne. Aber die hat halt so einen anderen Ton. Also so ein bisschen so Moped Werner mäßig hört die sich an. Das finde ich eigentlich geil. Oh, hier sind Schnittlauchüberwachungsgeräte. Der ist sogar grün. Das ist halt der Geile, dass jetzt durch den B196 oder wie der heißt, die Möglichkeit geschaffen ist, für Ömmes wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Motorrad zu fahren. Finde ich richtig geil. Der sitzt auch geil da drauf, finde ich. Dafür, dass er ein 125er ist, und der ist genauso groß wie ich, nur natürlich schlank. Ich bin jetzt nicht so schlank, aber finde ich, passt das. Da kannst du nichts sagen. Sieht schon geil aus. Das ist entspannt, mit den Jungs zu fahren.
So, wahrscheinlich, wenn ich dann auch nicht immer nur Gas geben würde, dann würde ich wahrscheinlich auch relativ sparsam fahren. Das Originalauspuff, ne? Das Originalauspuff. Ja, die Fehlzündung eben war echt geil. Bei mir. Also ist das jetzt quasi ein Mini-Rideout. Exklusiv für und mit André und seinem Kumpel. Also, Kumpel, meinen Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Okay. Ja, die Strecke hier kenne ich auch. Ich muss mir noch so eine Kamera, ich glaube, auf den Koffer machen, dass man auch was nach hinten weg sieht, gerade wenn man auch jemanden hinter sich fahren hat. Und ich habe ja drei Stück, da kann ja ruhig so eine uralte, ich habe ja noch von Rollei so eine Billigkamera. Oder vielleicht nehme ich die hier als Facecam und dann meine SJ-Cam als irgendwie noch eine andere Kamera. Das muss ich mal ausprobieren. Gerade für ein Ride-Out will ich da so ein bisschen mehr Perspektiven haben. Für am 11. Ich könnte auf jeden Fall auch noch von einem anderen, von Michael, auf sein Material zurückgreifen. Er wird wahrscheinlich auch aufnehmen, gehe ich mal ganz stark von aus. Und so wie ich das zum Beispiel beim GT Matze gemacht habe, diesen Dual-Vlog, dass man sich so, dass wenn er redet oder wenn ich rede und so weiter so in den Her schwenkt, das ist so ein Dual-Vlog mit ein bisschen mehr Arbeit sozusagen. Sowas in der Arbeit, sowas in der Art vielleicht. Ja, da ist er wieder. Also ich finde das kleine Ding echt geil, muss ich wirklich sagen. Und spätestens beim nächsten Mal werde ich das Ding fahren. Er hat doch direkt angeboten, dass ich die mal fahren darf. Und finde ich schon stark. Nicht jeder gibt direkt sein Motorrad her und sagt, ja, fahr doch mal. Na gut, der guckt ja auch meine Videos und sieht, wie ich fahre. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das muss jeder sich selbst zurechtdenken. Aber da steckt auch viel Arbeit drin. Werde ich dann, wenn es soweit ist, ich werde das Bike ordentlich vorstellen auf dem Kanal hier. Wenn ich mich das nächste Mal, wenn er wieder aus dem Urlaub ist, dann fahren wir mal eine Tour zusammen. Würde ich, entscheide ich jetzt einfach mal. Ich denke mal, da hat er auf jeden Fall Bock drauf. Er hat auch direkt gesagt, schade, der Ride-Out genau dann ist, wenn er in Urlaub noch ist. Deswegen, wir holen das nach, gar keine Frage. Das ist ja jetzt quasi nur so ein kleines bisschen fahren, so weil die jetzt sowieso quasi auf dem Weg nach Hause sind und auf jeden Fall noch mal eine kleine Ründchen mit mir fahren wollen. Und finde ich auch geil. Geil, dass du gekommen bist, André. Du wirst das Video mit Sicherheit sehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die überholen. Mal verfahren, kann ja schon mal vorkommen. Na, da ist wieder so ein Warnwesten-Johnny. Eigentlich hätte ich ihn gar nicht grüßen dürfen. Leck mich im Arsch! Mit seiner ADAC-Warnweste. Oh, so regt mich auf, ehrlich. Also von hinten jetzt so, oder allgemein, habe ich ja schon gesagt, bräuchte nur ein etwas dickerer Hinterreifen drauf. Aber sonst, geil. Ja, die hört hier schon krass an, ne? Ja, mir kommt das gar nicht so vor. Irgendwie. Wenn du daneben fährst, ja? Wenn du dann an einen vorbeiziehst, das ist schon, das klingt schon gut. Da muss ich ja wohl auch mal Videos gucken. Ne? Das kannte ich gar nicht bis jetzt. Er hat mich ja gerade vorhin, hat er mir angerufen, ich stehe vor deiner Tür, du kommst jetzt.
Du kommst jetzt. Ich mach mich jetzt auf den Weg, ja. Das tut mir leid. Ja. Kein Problem. Schönen Tag. Schönen Urlaub, ne? Danke, dass du gekommen bist. So, da war André und sein Kumpel. Ey, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, wie der Kumpel heißt. Was ist los? Hast du eine Pizza im Horschlappen? Muss ich den André gleich nochmal eine E-Mail schreiben. Wie heißt dein Kumpel? Der hat sich mit Namen vorgestellt, meinst du, ich habe einen... Tut mir leid, mal wenn du das siehst. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, jetzt auch so eine kleine Runde mal eben zusammenzufahren. Also Leute, hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch zwei. Ich habe Grafenmühle sogar noch die Harley von, ja, jetzt heißt er ja Ruhrpott Harley, gesehen. Aber ich habe jetzt nicht richtig geguckt, wo der rumläuft. Ja gut, Leute. Ja, ich hoffe, das Video hat euch irgendwie gefallen. Kanal abonnieren, Leute. Video liken oder auch Daumen runter, hilft mir genauso. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder ein. Guckt meine Videos fleißig. Ich will mir irgendwann mal eine Harley kaufen. Ich fahre jetzt erstmal gemütlich nach Hause. Und ja, Leute, schaltet wieder ein beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Haut rein! We'll be right back.